Wir werden heute mal gemeinsam ein komplettes Bild von Anfang bis Ende zusammen retuschieren. Das heißt, RAW-Entwicklung, Retusche, du kriegst von mir Hilfsobjekte, wie du rausfinden kannst, ob dein Bild Sensorflecken, Staubflecken etc. pp. In ganz bestimmten Bereichen hat, die wir so vielleicht so nicht sehen. Dann gehen wir weiter bis in die Druckaufbereitung, werden es in der Größe verändern, so dass wir wirklich unsere finale Größe, wie zum Beispiel 60x40 cm kriegen, und dann machen wir daraus eine fertige Datei, die wir an eine Druckerei, in dem Fall FineArt, übermitteln. Und warum FineArt? Ich möchte Folgendes testen. FineArt hat nämlich eine sehr interessante Druckmethode, und zwar drucken die auf Stoff. Also nicht auf Leinwand oder so, sondern auf Stoff. So, ich verlinke dir das unten mal in der Videobeschreibung, und dann werden wir uns auch zum späteren Zeitpunkt, wenn das Bild dann da ist, mal das Bild in der Qualität angucken. Das heißt, wenn das alles dann da ist, zusammengebaut und so weiter, schauen wir uns dann mal an, wie das Ganze aussieht. Aber in diesem Video geht es jetzt mal darum, wie wir komplett das Ganze aufbereiten können. Okay? Also, lass uns mal loslegen. Ich habe das Bild schon mal in Camera Raw geöffnet. So. Das erste, was ich mache, lass uns mal kurz über das Bild sprechen. Ich habe hier ein Foto, das habe ich in Sri Lanka aufgenommen, und das war zum Sonnenaufgang. Ist jetzt, wir sehen es schon, nicht die perfekte Ausgangsbasis. Wir haben sehr viele Sensorflecken. Also hier oben sehen wir es. Wir haben sehr viel Schmutz auf dem Objektiv. Es war sehr nass und so weiter. Ich war nicht sehr zuverlässig in der Reinigung meines Equipments, bevor ich dieses Foto gemacht habe. Und das gilt es jetzt zu bereinigen. Als allererstes möchte ich hier erstmal das Ganze etwas hübscher machen. Hübscher machen im Sinne von, wir werden es mal ein bisschen auffällen, holen die Stimmung noch ein bisschen mehr ins Bild. Und das mache ich als erstes mal mit den Grundeinstellungen. Das heißt, hier fange ich einfach mal an. Die Farbtemperatur und den Farbton, den lasse ich erstmal so. Ich möchte mich jetzt hier erstmal um den Rest kümmern. Und zwar werde ich zunächst erstmal die Tiefen aufhellen. Dann werden wir schon sehen, dass wir hier jetzt wieder schön viel Bereiche zurückholen. Und schauen wir mal, ich gehe mal auf einen Wert von Pi mal Daumen 70. Das ist okay für mich. Und werde im Gegenzug mal die Lichter reduzieren. Wir kennen diesen Effekt, ne? Schön als HDR auch bezeichnet, dass wir die Tiefen aufhellen und die Lichter zurückholen, weil so kriegen wir hier hinten natürlich wieder richtig schön viel Zeichnung rein. Und da gehe ich mal so Pi mal Daumen auf minus 80. Ja, und wenn wir uns das schon mal angucken, dann ist das auch schon mal ein ziemlicher Mehrwert, wie ich finde. Das ist natürlich jetzt Alex Geschmackssache, ne? Da musst du dann für dich deinen Weg finden, aber ich gehe jetzt mal in diese Richtung. So. Und jetzt bringe ich mal noch ein bisschen Weiß mit rein, ne? Dadurch, dass wir jetzt das Histogramm ein bisschen weiter nach rechts drücken über diesen Weißregler, kriegen wir hier hinten auch so ein, wie so eine Art Leuchten, so einen kleinen strahlenden Effekt. Und das finde ich persönlich eigentlich sehr, sehr schön. Ich lasse das mal so Pi mal Daumen auf 49,50, und Schwarz müssen wir dann mal gucken, ob wir das überhaupt zurückbringen, weil das dunkelt unser Bild natürlich wieder ein bisschen ab. Ich lasse das mal auf minus 11 und finde, dass das schon mal eine recht solide Ausgangsbasis ist, mit der wir dann gleich mal weiterarbeiten können. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Ich gucke mal ein bisschen Struktur. Das heißt so ein bisschen, fast schon Schärfe oder auch Klarheit meinetwegen darf hier gerne auch ein bisschen rein. Ich mache mal einen Mix aus beiden. Klarheit 10 und Struktur vielleicht auch so um die 10, 11 Punkte. Finde ich gar nicht so verkehrt. So, was ich ganz gerne mache, ist die Dynamik noch ein bisschen reinbringen. Ne? Das heißt, die weniger gesättigten Farben ruhig noch mal ein bisschen mehr Schwung geben. Und wir sehen es auch, vor allem hier hinten links, ne, fängt die Sonne auf einmal so richtig schön an zu leuchten. Ja, gefällt mir schon mal ganz gut. So, um dieses Leuchten hier hinten aber noch ein bisschen zu intensivieren, mache ich jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal in die Kalibrierung rein und werde in der Kalibrierung die Primärwerte, also die Sättigung von den Primärwerten, etwas verschieben. Und zwar vor allem im grünen Bereich. Ne? Wenn ich den jetzt mal auf 21 setze
oder auf 30, aber 30 ist mir schon zu viel. Ich gehe mal auf 20. Dann schau mal. Dann kriegt das hier hinten etwas mehr Knack rein, ne, in der Farbe. Jetzt können wir mal gucken, was das mit unserem Bild macht, wenn ich jetzt den Blauwert reduziere. Finde ich dann auch gar nicht so schlecht. Das dampft das dann wieder so ein bisschen zurück. Und im Rotbereich, also ich würde ja gerade bei der Kalibrierung, weil das manchmal gar nicht so einfach ist, das auf sein Bild zu adaptieren und zu verstehen, würde ich dir einfach mal empfehlen, die Regler immer auf Anschlag zu setzen, ne? Dass du im Maximum mal siehst, was da überhaupt passiert. Und so finde ich das gar nicht verkehrt, ne? Also ganz kleines bisschen das mit reinbringen. Schau mal, vorher, nachher, ich finde, das ist unglaublich, was hier passiert ist. Hier allerdings noch ein bisschen mehr Zeichnung reinzukriegen, mache ich jetzt mal Folgendes. Und zwar, ich gehe mal in die selektive Bearbeitung und nehme mir jetzt einfach mal einen linearen Verlauf. Und diesen ziehe ich mal von links unten nach rechts oben auf. Eigentlich andersrum, von rechts unten nach links oben, Entschuldigung. So, dass ich hier diesen unteren Bereich ein bisschen bearbeiten kann. Na, den können wir jetzt hier auch noch ein bisschen verschieben. Und jetzt werde ich hier... Ja, müssen wir mal gucken. Also entweder die Belichtung oder die Tiefen ein bisschen hochziehen. Ich mache mal die Überlagerung raus und werde die Tiefen etwas aufhellen. Und ich finde, das ist schon der richtige Weg mit der Belichtung. Na, wobei, dann kriegt das hier auch nochmal so ein bisschen Farbe rein, bisschen Helligkeit. Das ist doch eigentlich ganz gut. Ja, vorher, nachher. Ja, so würde ich das lassen. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Zeichnung reingekriegt. Und das gefällt mir persönlich schon mal ganz gut. So. Und das ist unsere RAW-Entwicklung. Wir könnten jetzt natürlich hergehen und könnten in Camera Raw jetzt anfangen, diese ganzen Flecken rauszuretuschieren. Das möchte ich aber gar nicht. Würde ich dir das empfehlen? Wenn du Qualität möchtest, nein. Ja, weil... Du kannst natürlich hier in deine Werkzeuge reingehen, kannst jetzt hier klicken, kannst dir eine automatische Retusche raussuchen lassen, kannst das hier aktualisieren und dir was Neues suchen, wie auch immer, ne? Ich finde das nicht gut. Ne? Also nicht gut im Sinne von, zoom sehr weit rein und arbeite detailliert. Wenn du allerdings Qualität möchtest, dann würde ich dir sagen, Qualität und volle Kontrolle, geh in Photoshop. Ne? Also da hast du dann wirklich alle Möglichkeiten. So, und das werden wir jetzt auch mal machen. Wir werden das Ganze jetzt mal an Photoshop übergeben und wir werden hier unten mal in die Voreinstellungen gehen, denn wir werden hier nämlich bei der Übergabe, könnten wir jetzt schon etwas einstellen. Und zwar, für mich ist wichtig, dass ich das als Smart Object übergebe, das heißt, ich habe dann in Photoshop meine RAW-Datei. Wir könnten das gleich in sRGB konvertieren, weil ich genau weiß, dass Fine Art gerne diese Bilder als sRGB entgegennimmt und dann auch so in den Druck gibt. Aber das machen wir später. Wir lassen jetzt mal Adobe RGB und Bildgröße lassen wir auf jeden Fall komplett ausgehakt und die Schärfe ignorieren wir auch erstmal. Das machen wir dann alles in Photoshop. Ja? So, das sind die wichtigen Einstellungen, die wir jetzt mitgeben müssen. Ob du jetzt in 8-Bit oder 16-Bit arbeitest, das ist deinem Workflow überlassen. Ich arbeite in 8-Bit. Und sage dann jetzt mal okay. Warum steht bei mir okay? Weil ich das Ganze schon als Smart Objekt in Photoshop letzten Endes einmal drin habe. Ja? So. Jetzt haben wir das Ganze mal übergeben und jetzt fangen wir mal an zu retuschieren. Und das ist jetzt eine kleine Fleißarbeit. Wenn ich mir das hier oben angucke, das sieht schon recht gruselig aus. Die ganzen kleinen Flecken, die Wassertropfen. Und so weiter und so weiter. Aber sei es drum, müssen wir durch. Ich lege mir eine neue Ebene an und die nenne ich Retusche. Warum eine leere Ebene? Weil ich jetzt mit meinen Werkzeugen, wie zum Beispiel den Bereichsreparaturpinsel oder der allgemeinen Reparaturpinsel, sage, dass ich auf der aktuellen und darunterliegenden Ebene arbeite. Und somit kriege ich halt die Möglichkeit, hier retuschieren zu können und das wird mir dann auf meine leere Ebene gebracht. Musst du aber nicht machen, du kannst auch deine Hintergrundebene duplizieren und dann darauf arbeiten. Ja? Und jetzt zoome ich sehr weit rein mit meinem Werkzeug. Ich nehme eine recht weiche Pinselspitze, weil ich hier
oben im Himmel eine sehr weiche Struktur habe. Und dann nehme ich mir jetzt eine Quelle auf, das mache ich mit Alt-Taste und jetzt retuschiere ich mir die Punkte hier raus. Ja. Und das geht recht gut, das sieht auch gar nicht so verkehrt aus. In den Wolken haben wir natürlich sehr einfaches Spiel, weil wir hier ja sowieso keine Regel haben, wie Wolken aussehen. Wir müssen dann hier mal entscheiden, ob das jetzt Wassertropfen oder Wolken sind. Ich glaube, es sind Tropfen. Deswegen nehme ich das mal raus. Und auch hier. So. Und so. Gucken wir mal vorher, nachher. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Auch hier. Hier haben wir noch so ein paar Kandidaten. Ja, und ich mache das jetzt mit dem Reparaturpinsel aus dem einfachen Grund. Also nicht mit dem Kopierstempel, weil der Reparaturpinsel mir die Möglichkeit gibt, auch Helligkeiten mit zu übertragen. Ne? Das macht der Pinsel von alleine. So, ich werde jetzt hier oben gleich mal Folgendes tun. Und zwar lege ich mir mal eine Korrekturebene an, und zwar eine Gradationskurve. Und ich werde jetzt hier mal die Kontraste extremst erhöhen. Und zwar sehr, sehr doll. Denn dadurch bekomme ich nämlich die Möglichkeit, Einblicke in mein Bild zu kriegen, die ich vorher nicht so habe. Also wenn ich das jetzt mal aufhelle, dann sehen wir hier vielleicht den einen oder anderen Fleck noch, den wir vorher nicht gesehen haben. Also schön die Kontraste erhöhen und dann sehen wir, was hier wirklich noch los ist. Wir haben hier noch Flecken, hier, 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 hier unten. Auch hier drüben können wir nochmal gucken. Hier müssen wir die Werte dann gleich nochmal anpassen. Aber das ist eine schöne Möglichkeit, um zu überprüfen, ob du vielleicht noch irgendwo Flecke hast, die du so nicht gesehen hast. Warum ist das wichtig? Pass auf, stell dir vor, du gibst es in die Druckerei, lässt es drucken und dann siehst du im Druck, dass du dort überall noch irgendwelche Flecken hast. Das ist alles andere als schön. Ja, und deswegen wirklich schauen, dass wir so gut es geht alles rauskriegen, was raus muss. So, und jetzt, pass mal auf, jetzt nehmen wir uns hier wieder die Quelle auf und retuschieren. Und jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir die Einstellungsebene hier oben nicht mitnehmen. Das heißt, wir arbeiten auf aktuell und darunterliegende. Würden wir auf allen Ebenen arbeiten, dann würdest du einen anderen Effekt kriegen, weil aktuell und darunterliegende Ebene bedeutet, dass wir diese Ebene mit berücksichtigen plus diese hier. Alle Ebenen bedeutet, dass wir diese hier nehmen plus diese plus unsere Hilfsebene. Und das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Hilfsebene nicht mit reinnehmen. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du aktuell und darunterliegende und oder du aktivierst dieses Symbol. Das bedeutet nämlich, dass Einstellungsebenen ignoriert werden. Das heißt, wenn ich jetzt noch meine Quelle aufnehme und retuschiere, dann siehst du, dass die Gradationskurve ignoriert wird. Das funktioniert aber nur, wenn deine Einstellungsebene, deine Hilfsebene eine Einstellungsebene ist. Okay? Ich mache das alles mal wieder rückgängig. Zack. Gehe auf meine Retuscheebene. Sage aktuell und darunterliegende. Und dann gehe ich jetzt weiter. Ja, ich fange jetzt an, diese Punkte noch zu korrigieren. Hier unten hatten wir auch so einiges. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir vielleicht auch mit einem anderen Werkzeug arbeiten, weil der Bereich hier ja doch sehr klein ist. Wir müssen immer darauf aufpassen, dass wir Konturen, die wir im Bild haben, auch immer wieder mit aufgreifen. Ich nehme jetzt mal den Kopierstempel. Genau das gleiche Spiel, aktuell darunterliegende. Ich nehme eine Deckkraft von 20%, denn ich nehme hier eine Quelle auf und die bringe ich jetzt hier mal ganz vorsichtig ins Bild. Ja, jetzt gehe ich wieder auf meinem Reparaturpinsel und werde jetzt hier diese Bereiche noch korrigieren.
So, jetzt passen wir mal ein bisschen die Einstellungen an, dass wir hier nicht ganz so dunkel werden, dass wir hier noch was sehen. Dann haben wir hier noch ein paar Flecken und so weiter. Ja, auch hier oben können wir das Ganze noch ein bisschen anpassen. So, jetzt gehen wir mal nach hier drüben und hier machen wir jetzt etwas Ähnliches. Das heißt, gar nicht so hell werden, sondern eher ein bisschen dunkler. Und dann sehen wir, dass wir hier oben noch ein paar Flecken haben, die wir korrigieren sollten. Ja, aber sonst sieht das hier schon mal ganz gut aus. So, Hilfsebene deaktivieren und jetzt gucken wir mal, mich stört das hier. Ich weiß nicht, was das ist, also nehme ich es komplett raus. Und das würde ich dir auch empfehlen, ganz egal, ob dein Bild, ob das jetzt zum Bild gehört oder nicht, wenn du das Gefühl hast, es stört, nimm es raus. Okay, das macht keinen Sinn, das drin zu lassen. Nimm es raus. So, und jetzt gehen wir hier weiter und nehmen auch das raus. So, und ich werde jetzt mal Folgendes tun. Im Grunde erzähle ich dir jetzt immer das Gleiche, ne? Beim Retuschieren immer darauf achten, dass du Linien weiterführst, die im Bild existieren. Das ist ganz wichtig. Und dass du darauf achtest, dass du Strukturen wieder mit aufnimmst. Also nicht nur die Linien, sondern auch die Strukturen, dass die Helligkeiten passen und dass du nicht ganz so große Farbunterschiede hast. Okay, das ist das, was ich dir jetzt bei jedem Fleck erzählen würde. Deswegen spule ich jetzt hier mal vor. Du siehst es so ein bisschen im Zeitraffer, weil ich muss dir jetzt nicht zu jedem Fleck immer das Gleiche erzählen. Und dann melde ich mich danach gleich wieder. So, das heißt, du guckst mir jetzt ein bisschen zu im Schnelldurchlauf, wie wir das Ganze retuschieren. So, jetzt sind wir hier einmal durchgegangen und währenddessen ich das gemacht habe, habe ich eine Sache vergessen und die würde ich dir in der RAW-Entwicklung tatsächlich noch empfehlen. Das wird jetzt gar nicht so einen großen Einfluss auf unsere aktuellen Arbeiten haben, aber ich gehe nochmal mit einem Doppelklick in meine RAW-Datei zurück und zwar habe ich eine Sache vergessen und zwar unter Optik die chromatischen Apparationen zu entfernen. Das macht durchaus Sinn, weil ich habe hier nämlich gesehen, beim Retuschieren, schau mal hier in dieser Bergspitze, also nicht an der Bergspitze, sondern hier an dem Berg, haben wir so ein Magenta-Saumen. Ne? Also das ist so ein Magenta-Grün-Film, der sich um deine dunklen Kanten oftmals legt, also da, wo wir starke Kontraste haben. Und das können wir natürlich über die chromatische Apparation entfernen. Und das möchte ich natürlich, das habe ich total vergessen. Das ist aber vollkommen okay, das funktioniert alles trotzdem, weil ich nämlich an diesen harten Kanten an sich nicht retuschiert habe. Zumindest noch nicht. Okay? Ich glaube, dass es hier noch den einen oder anderen Sensorfleck gibt, den ich jetzt übersehen habe. Ich sage immer so ein Sensorfleck, also Sensorfleck und Objektivflecken, das schmeiße ich jetzt mal in einen Topf, weil es sind einfach Störfaktoren, die aus dem Bild raus sollten. So, lass uns mal überprüfen, ob wir durch eine gute Kontraststeigerung irgendwo noch etwas sehen. Ja, nichts Markantes. Hier unten gibt es noch so das ein oder andere. Das nehme ich mal noch mit raus. So. Und auch hier. Und hier. So. Okay. Das ist das eine. Also wir haben jetzt unsere Flecken und so weiter rausgenommen. Und jetzt gehen wir aber nochmal einen Schritt weiter, ne? Also ich nenne das jetzt mal hier bewusst Flecken. Jetzt lege ich mir eine weitere Ebene an, die ist auch leer. Und das ist bei mir Sonstiges. Beide Ebenen packe ich mal in eine Gruppe, das heißt, ich markiere sie beide in eine Gruppe und das ist die Retusche. So.
Und auf Sonstiges werde ich jetzt alles rausretuschieren, was mich sonst so stört, was aber eigentlich im Bild dazugehört. Aber ich finde, das lenkt so ein bisschen ab und ich möchte keine ablenkenden Elemente irgendwo haben. Das heißt, jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen mal rein und ich finde, auch wenn es hier so eine so ein Anstrahlen von der Sonne ist, in klein gefällt mir das nicht. Also nehmen wir das mal hier raus. Genauso wie dieses Auto hier hinten. Ganz klein und unscheinbar raus. Diese hellen Punkte am Rand. Raus. Ich möchte nichts Helles am Rand haben. Also zumindest nicht in so dunklen Bereichen. Ja, das ist für mich okay. Hier habe ich jetzt so kleine, was auch immer das ist. Raus. Genauso wie das kleine Haus hier. Das darf gerne alles einmal raus. So, hier habe ich einen Baum, der wird ein bisschen angestrahlt. Das ist der einzige, der hier so raussticht. Den möchte ich auch rausnehmen. Ja, genauso wie dieses kleine, helle Fleckchen hier am Rand. Das ist mir zu sehr am Rand und hat irgendwie keine wirkliche Aussage. Und deswegen möchte ich das raushaben. So, den Baum, den nehme ich komplett raus. Das heißt, Linie aufnehmen und dann das hier einmal rausretuschieren. Darauf achten, wenn ihr retuschiert, dass ihr euch nicht sowas wie hier solche Doppelungen einbaut. Das heißt, durchaus nochmal eine andere Quelle aufnehmen und das jetzt hier reinbringen und eine Variante reinbringen, so dass wir nicht diesen, man nennt es im Fachbereich gerne den Gartenzauneffekt, dass wir keine Doppelungen an Strukturen und so weiter haben. Ne? Also hier dann darauf achten, dass wir einfach diese Doppelung ein bisschen aufbrechen. So, okay. Schauen wir mal, was haben wir noch? Hier haben wir eine Straße. Kannst du jetzt für dich selber entscheiden, ob du die rausnehmen würdest. Ich nehme sie raus. Zack. Und auch hier. Du siehst, es geht alles sehr, sehr einfach und schnell. Dann haben wir hier auch wieder so kleine Lichthighlights. Alles Geschmackssache. Ich nehme es jetzt raus, weil mich stört das so ein bisschen. Hier haben wir auch noch kleine helle Punkte. Das hier hinten nehme ich auch raus. Das ist für mich, sieht ganz nett aus, aber nicht wirklich zuzuordnen. So. Das ist mir auch ein bisschen zu dominant. Das ist alles jetzt aber Geschmackssache, ne? Also ich nehme es jetzt raus, weil ich es nicht haben möchte. Genauso wie diesen Stein hier unten. Möchte ich auch nicht haben. Nehmen wir den komplett raus. Füllen das hier mit Struktur. Auch hier wieder zwecks Doppelungen darauf achten. So. Schauen wir mal. Vorher, nachher. Das sind so diese mini kleinen Feinheiten, die es aber dann am Ende wahrscheinlich ausmachen, wenn wir dann das Ganze auf dem Bild sehen, gedruckt sehen, was uns vielleicht dann stört. So. Und deswegen einfach raus damit. So, schauen wir mal hier hinten. Das ist ein bisschen zu klein. Aber so finde ich das schon gar nicht so schlecht. Ne, man könnte jetzt überlegen, okay, wir haben jetzt hier wie so eine kleine Halo-Kante, aber die kommt eher durch den Nebel zustande. Das heißt, das sieht man, finde ich auch, dass das ein Nebeleffekt ist und somit nicht zwangsläufig rausgenommen werden muss. Ich würde vielleicht diese Bergspitze hier rausnehmen. Ne, weil dann ist es auch in dem Bereich eindeutig als Nebel zu sehen und nicht als Halo-Effekt. So, das hier auf der linken Seite, das
Ich weiß, dass das durchaus Lichtbrechungen von dem Wassertropfen sind, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Das sieht auch so ein bisschen aus wie vom Nebel gezogen. Auch das ist wieder Geschmackssache, ne? Also wir könnten das jetzt hier anfangen, ein bisschen zu reduzieren, aber ich würde es tatsächlich drin lassen. Jo, ich lasse es drin. Wenn du es reduzieren wollen würdest, dann würde ich mir von hier aus jetzt eine Quelle nehmen und würde das hier drüben dann so reinbringen, rein retuschieren, erst die Struktur rein und dann würde ich versuchen, die Helligkeit anzupassen. So. Aber mir gefällt das so ganz gut und deswegen lasse ich das einmal. So, das heißt, das ist unsere Retusche und schau mal, da haben wir schon echt eine ganze Menge geschafft. Ja, ich sehe jetzt hier noch drei kleine Punkte und zwar zum einen hier, hier und hier. Na, das hat sich jetzt ergeben, als ich mal das Ein- und Ausgeschalten habe, dass ich dort noch was vergessen habe. Und da gibt es bestimmt noch so das ein oder andere. Mit Sicherheit. So, aber lass uns mal einen Schritt weitergehen. Und zwar, ich bin soweit eigentlich zufrieden damit. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne Bearbeitung. Ich möchte jetzt auch nichts künstlich irgendwie hinzumalen. Wir könnten jetzt sagen, natürlich, wir legen uns zum Beispiel eine Farbfläche an. Und drehen die ebene Maske einmal um, dass sie halt komplett ausgeblendet ist. Und jetzt nehme ich mir hier mal so einen gelben, so einen hellen Orangeton und setze die Ebene jetzt mal auf lineares Licht und gehe jetzt mal auf die Maske, nehme mir einen Pinsel, weiße Vordergrundfarbe, wenig Deckkraft, geringen Fluss und könnte jetzt hier anfangen, auch noch so ein bisschen gelblichen Nebel zu malen. Können den auch nochmal in Perspektive bringen. Ne? Also auch das ist durchaus möglich, wenn du das jetzt hier noch ein bisschen intensivieren möchtest und hier noch ein bisschen Variation reinbringen magst. Machen wir das Ganze noch ein bisschen heller. Ne? Also das wäre durchaus auch eine Möglichkeit. So, das ist mir jetzt hier zu doll. Du kannst natürlich auch Pinselspitzen dafür benutzen, die nichts anderes machen, als so ein bisschen Struktur reinzubringen. Ja, also das wäre eine Option. Ich möchte das aber gar nicht, deswegen lasse ich das wieder raus. Aber ich wollte dir nur zeigen, dass auch das sehr, sehr einfach möglich ist. So, jetzt haben wir hier unsere Bildbearbeitung einmal soweit abgeschlossen. Ich habe jetzt tatsächlich noch einen Punkt gesehen, der mich ein bisschen stört. Und zwar ist das diese Baumkonstellation. So. Und jetzt gehen wir mal her und werden das Ganze für unseren Druck optimieren. Das heißt, ich habe dir vorhin gesagt, ich möchte das Ganze in sRGB umwandeln. Okay, Profil umwandeln machen wir ganz zum Schluss. Was wir jetzt erstmal tun, ist, wir überprüfen erstmal, wie groß unser Bild ist. Und das mache ich über Bild. Bildgröße. So. Und mit der Größe meine ich jetzt nicht primär die Auflösung, also die Maße 5184 mal 3456 Pixel, sondern was das in Zentimeter ergeben würde. So. Ich möchte mein Bild in 60 mal 40 drucken lassen. Wir sind zu klein. Das, was die meisten jetzt machen, den Fehler, den die meisten jetzt machen, sie vergrößern ihr Bild. Wenn mein Bild zu klein ist, dann brauche ich mehr Pixel. Nein, brauchst du nicht. Brauchst du wirklich nicht. Und zwar steuern wir das Ganze jetzt über die Auflösung. Die Mindestanforderung bei Fine Art zum Beispiel, liegt bei 150 Pixel pro Zoll. Okay? Das bedeutet, wir haben jetzt hier eine Auflösung von 300. Das bedeutet, dass wir 300 Pixel auf 1 Inch bringen. Also 300 Pixel auf 2,54 Zentimeter. Feine Art sagt aber, den reichen 150 Pixel. Und wenn ich jetzt hier 150 eingebe, dann verändert sich meine Zentimeterzahl nicht, aber meine Auflösung. Das wollen wir nicht. Deswegen wieder rückgängig machen.
Haken beim Neuberechnen deaktivieren und jetzt passiert Folgendes. Wenn wir jetzt mit der Auflösung spielen, dann wird diese Auflösung in Bezug deiner Dateigröße dir deine neue Druckgröße errechnen. Das heißt, wenn wir bei diesen Maßen bleiben wollen, aber sagen, wir möchten nur 150 Pixel pro Zoll haben, dann erreichen wir plötzlich 87 mal 58 Zentimeter. Hey, das ist mehr als wir wollen. Wir können den Spieß aber auch umdrehen. Wir können sagen, okay, wir möchten eine Höhe von 40 Zentimeter haben. Dann ist das Seitenverhältnis schon das Richtige, das heißt 60 mal 40. Und dann erreichen wir eine Auflösung von 219,456 Pixel pro Zoll. Und damit können wir leben. Und das können wir so bestätigen. Und so müssen wir unser Bild weder größer machen, noch kleiner machen, um auf diese Größe zu kommen. Sondern wir sagen der Druckerei einfach, passt auf, nehmt einfach nicht 300 Pixel pro Zoll, sondern in unserem Fall nur 219. Und dadurch, dass wir die Größe des Bildes nicht verändern müssen, würde ich jetzt hier in diesem Step hergehen und würde überprüfen, wie schaut es mit der Schärfe aus. Also, ich zoome mal ein bisschen rein und das ist das, was wir in der Akademie gibt es da einen, bei mir in der Akademie gibt es dazu einen einzelnen Abschnitt, der lediglich sich darum dreht, eine finale Betrachtung seines Bildes durchzuführen. Und zwar wirklich von Anfang bis Ende. Nicht nur dann zu sehen, ja, gefällt mir, schöne Farben. Nein. Wir zoomen auf eine bestimmte Größe. Und dann gehen wir von links nach rechts und betrachten uns diesen Bereich, nur den wir sehen. Was betrachten wir da? Flecken, Halo-Kanten, unsaubere Retuschen, unschöne Farbkonstellationen, all sowas, all das gucken wir uns jetzt hier ganz in Ruhe an. Ja, jetzt kommen wir hier zu den Kanten. Haben wir hier eine Halo-Kante? Nein. Also gehen wir in die nächste Zeile und kontrollieren die nächste Zeile. Auch das ist okay. Über diese Kante haben wir schon gesprochen. Stört mich hier etwas? Und ich kann dir empfehlen, nimm dir wirklich die Zeit. Warum? Ja, ganz ehrlich, du gibst Geld für etwas aus, was gedruckt werden soll und du hängst es dir an die Wand. Da möchtest du dich am Ende nicht ärgern, dass du schusselig gewesen bist und vielleicht das eine oder andere übersehen hast. Okay, das macht keinen Spaß. So, das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, wir haben unser Bild einmal analysiert und jetzt werden wir das Ganze nachschärfen. Warum schärfen wir jetzt erst nach und haben vorher kontrolliert? Wir machen eine doppelte Kontrolle. Erste Kontrolle, schärfen, zweite Kontrolle. Weil ich möchte, wenn ich jetzt in die Schärfe gehe, keine Flecken mit Schärfen oder unschönen Ränder, sondern ich möchte mein Bild, so wie ich es für gut empfinde, möchte ich nachschärfen. Und das machen wir jetzt mal. Und das machen wir über folgende Methode. Ich füge mal alles auf eine neue Ebene zusammen. Ne? Also mit Shift, Alt, Command, beziehungsweise Steuerung und E, beziehungsweise gehe auf Ebene und auf sichtbar auf eine Ebene reduzieren. Dabei allerdings die Alt-Taste gedrückt halten. Und dann kriegst du genau den gleichen Effekt. So. Und die Ebene, die dupliziere ich mir einmal. Und jetzt werde ich beide in einen Smart-Filter umwandeln. Das ist dunkel, das ist hell. Und beides werde ich in eine Gruppe packen. Und die nenne ich Schärfen. Ich werde den Effekt oder die Technik jetzt nicht genau erklären. Ne? Ich verlinke dir hier ein Video, wo ich dir in einem anderen Video zeige, warum ich damit schärfe und was es damit auf sich hat und wie diese Technik jetzt hier wirklich funktioniert. Denn somit haben wir volle Kontrolle über zukünftige Halo-Effekte. Okay, schau dir gerne das andere Video dazu an. Wir machen jetzt Folgendes. Das ist der Modus Aufhellen, das ist Abdunkeln. Beides verändert unser Bild nicht und wir werden jetzt hier einmal in einen Filter gehen, und zwar Scharfzeichnungsfilter und scharf maskieren. Wählen uns einen Radius aus.
die Stärke dazu. Ich mache jetzt mal 1,4, 1,5 bei einer Stärke von 120. Okay, und den gleichen Filter mit der Alt-Taste nach unten ziehen. Und dann haben wir den auch auf die dunkle Ebene gebracht. Ja, und jetzt habe ich hier mein Bild nachgeschärft. Warum ist diese Technik jetzt für mich so wertvoll? Aus folgendem Grunde: Wenn ich nämlich jetzt hergehe und ich verändere jetzt hier oben zum Beispiel mal in den hellen Bereichen den Radius, dann siehst du, dass du hier einen Halo-Effekt kriegst. Okay? Ich könnte jetzt an meine helle Ebene, und das ist das Besondere, die helle Ebene schärft nur die hellen Bereiche nach, währenddessen die dunkle Ebene nur die dunklen Bereiche nachschärft. Und in der hellen Ebene könnte ich jetzt eine Ebenenmaske anlegen, mir einen Pinsel nehmen. Ups. 100% Deckkraft, 100% Fluss. Und könnte hier jetzt bequem diese Halo-Kante rausnehmen. Ja, das heißt, wenn du so einen großen Radius hast und du siehst, du hast eine Halo-Kante, dann ist das eine wunderbare Methode, um damit umzugehen. So, und jetzt, wo wir geschärft haben, ich gehe mal wieder auf einen Radius von 1,4, das ist erfahrungsgemäß für mich persönlich in Ordnung. Jetzt, wo wir nachgeschärft haben, machen wir genau das Gleiche, was wir zuvor gemacht haben. Wir gehen in eine letzte Korrektur beziehungsweise Analyse. Und schauen mal, habe ich jetzt hier irgendwo eine Halo-Kante, die mich stört? Ja? Ist das eine Halo-Kante? Ich würde sagen, ja. Deswegen Maske ran, Pinsel nehmen und dann nehme ich das hier in dem Bereich raus. Ne? Das sieht, für mich sieht das komisch aus. Ich möchte das nicht. Und deswegen nehme ich das hier in diesen Bereich einmal zurück. So, und jetzt gehe ich hier weiter. Das sieht ganz gut aus. Hier sieht es auch ganz gut aus. Hier auch. Auch das ist in Ordnung. Und auch das hier ist in Ordnung. Cool. Und so haben wir jetzt unsere Druckdatei geschärft. Du könntest jetzt natürlich verschiedene Technik noch anwenden. Wir könnten uns auch eine Konturenmaske bauen. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich habe das jetzt hier mal als Aktion, Konturenmaske, wenn ich das jetzt mal abspiele, ne, könnten wir das jetzt hernehmen, um sowas auch als Schärfeebene zu benutzen. Das ist dann sowas ähnliches wie in Camera Raw oder Lightroom, wenn wir dort unseren Schärferegler haben. Okay, ich schmeiße das mal weg, weil ich brauche das nicht, denn so haben wir jetzt unser Bild für den Druck aufbereitet. Kontrollieren wir nochmal, dass wir alles haben. Also Bild, Bildgröße, wir sind auf 60 x 40 cm. Wenn die Druckerei sagt, sie brauchen einen Anschnitt von zum Beispiel 3 mm, dann könntest du jetzt hier auch 60,3 eingeben oder in dem Fall 60,6, ne, dass wir halt ringsherum 3 mm Anschnitt haben. Das ist dann etwas Druckspezifisches. Das bedeutet einfach, dass unser Bild im gedruckten Format 60x40 ist. Aber bei Drucken ist es so, da geht ja eine Schneidemaschine entlang. Und die Schneidemaschine, die Druckerei garantiert dir in den seltensten Fällen, dass sie punktgenau dein Bild an der Kante abschneiden. Wenn die Schneidemaschine mal 1 mm nach links oder nach rechts rückt, dann hast du auf irgendeiner Seite einen ganz leichten weißen Streifen. Und das möchte man meistens nicht. Deswegen sagt man, setz einen Anschnitt dran. Und dieser Anschnitt, ja, wenn sich jetzt die Schneidemaschine verschneidet, ist nicht schlimm, weil da ist ja noch dein Bild mit drin. Okay? Deswegen nutzt man gern den Anschnitt. Sagen okay? Und jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Sache, die wir machen müssen. Und zwar, wir müssen das richtige Farbprofil auswählen. So. Da würde ich dir jetzt Folgendes empfehlen. Unser Bild speichern wir jetzt einmal als PSD-Datei ab. Ne? Also PSD-Datei abgespeichert. Und dann gehen wir auf Hintergrundebene reduzieren. Bearbeiten. In Profil umwandeln. Und jetzt wählen wir uns sRGB aus.
So, und ich würde dir jetzt empfehlen, nicht einfach auf OK zu drücken, sondern spiele mit der Vorschau. Warum? Weil du jetzt siehst, wo sich deine Farben verschieben. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir haben keine Farbverschiebung. Wenn du jetzt aber beispielsweise ein Druckprofil hast, was extremer geht, dann wirst du es hier sehen. Ich an meinem Monitor, du im Video wirst es wahrscheinlich nicht sehen, sehe hier im Gelb eine Farbverschiebung. Ja, das heißt, ISO-Coated oder Coda Foga 39 hat nicht die Möglichkeit, diesen Gelbton so darzustellen. Ich nehme mal ein ganz extremes Beispiel, dass wir es vielleicht sehen. Nehmen wir mal Newsprint. Das dürftest du auch im Video sehen, dass wir gerade hier unten starke Verschiebungen haben. Ne? Und so siehst du auf einen Blick, was passiert mit deinen Farben. Kann der Farbraum die Farben so überhaupt darstellen oder musst du vielleicht gegensteuern? Also du hast zwei Optionen. Entweder nimmst du es so hin oder du veränderst deine Farben so, dass sie auch in einer Umwandlung in ein anderes Farbprofil keine Farbverschiebung haben. Ja, so hast du dann die 100%ige Kontrolle über deine Farben. Okay? So, und das bestätigen wir. Und dann können wir das als, bitte nicht als PSD überspeichern, sondern dann hergehen, dass du das als JPEG oder als TIFF abspeicherst. Und dann kannst du es an die Druckerei versenden, hochladen, je nachdem, wie ihr euch darauf geeinigt habt, wie ihr die Daten zur Verfügung stellt. Okay, das ist mein ganzer Workflow für die Aufbereitung dieses Bildes für den Druck. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze auf Stoff wirkt. Ich habe noch nie auf Stoff gedrückt, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das am Ende rüberkommt. Und eine weitere Besonderheit ist, dass das nicht nur auf Stoff gedruckt ist, sondern, also klar, dann haben wir halt unseren Stoff, aber es gibt ja auch verschiedene Rahmen. Ne? Es gibt, bei Fine Art gibt es sowas wie Alu-Wechselrahmen. Ja, das ist dann so ein Alu-Rahmen, wo wir dann unsere Stoffe, dann unsere Bilder immer austauschen können. Da bin ich sehr gespannt, vor allem wie einfach das auch funktioniert, dass ich mein Bild abziehen kann und dann ein neues einfach drauf machen kann. Bin ich sehr gespannt. Und wir haben auch sowas wie Leuchtbilder. Und das ist am Ende ein Leuchtbild. Oder es wird ein Leuchtbild. Und da bin ich sehr gespannt. Und das Wissen dahinter hat mir natürlich dann jetzt auch dabei geholfen, so die eine oder andere Entscheidung in der Retusche schon mit abzunehmen. Denn wenn ich nämlich ein Bild habe, das von hinten beleuchtet wird, dann ist das ja in der Regel so, dass die Bereiche, die sowieso im Bild sehr hell sind, auch tatsächlich dann hell beleuchtet, also auch hell aussehen. Und wenn ich dann sowas wie hier oben habe, so unkontrollierte helle Stellen, dann leuchten die natürlich dann auch nochmal mit raus. Und deswegen habe ich die rausgenommen, weil so habe ich dann nämlich eine klare Lichtführung. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, also das ist mein Bild und ich bin sehr gespannt. Ich werde dich dann in einem der nächsten Videos mitnehmen, wenn das Ganze dann bei mir angekommen ist. Und dann werden wir das Ganze mal betrachten, wie das aussieht. Ich habe noch zwei, drei andere Bilder, die ich auch zum Testen dort drucken lassen habe. Und die werden wir uns auch einmal im Workflow komplett angucken. Ja, auch in der Druckaufbereitung, denn bei den anderen wird es oder ist es dann tatsächlich so, dass wir auch in der Größe ein bisschen mehr spielen müssen, dass es dann nicht so einfach ist wie in diesem Format, dass wir halt 60x40 drucken, sondern dass wir dann auch was beschneiden müssen und da gucken wir uns an, wie wir das machen können, aber wie gesagt, das dann in den nächsten Videos einmal und ja, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, ob du auch gerne mehr solche Videos sehen möchtest, wie wir einfach von Anfang bis Ende eine Retusche durchführen können, dass es halt nicht immer nur Tipps sind, sondern auch mal ein Workflow-Video von Retusche bis Druckaufbereitung bis Abspeichern von Daten. Und in dem Fall, klar, gibt es dann noch eine Weiterführung, wenn wir uns das Ganze gedruckt angucken. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten findest du auch unten einmal den Link zu Fine Art, falls du auch mal dich mal dazu belesen möchtest, was es eigentlich bedeutet, auf Stoff drucken zu lassen. Ja, in dem Sinne, lass mir gerne einen Daumen da, wenn dir es gefallen hat, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Da würde ich mich sehr darüber freuen und behalte auf jeden Fall den Kanal im Blick, wenn wir das Ganze in gedruckter Form einmal
für uns analysieren und mal wirklich im Detail betrachten. Okay? In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.